Der Peugeot 2008 wurde gerade komplett neu aufgelegt und hat sich jetzt gewandelt vom, naja, eher Crossover hin zu einem richtigen, waschechten SUV. Was der neue 2008 kann, wie er sich fährt, was sich verändert hat und vor allen Dingen auch, was die elektrische Variante bietet, das schauen wir uns jetzt an. Der 2008er, der ist nur 1,77 Meter ohne Spiegel breit und spielt damit im Grunde genommen in der gleichen Liga wie zum Beispiel ein Skoda Kamiq oder aber auch wie ein Kia Niro. Wenn wir das Auto von vorne anschauen, dann stellt man fest, der wirkt deutlich größer, als er eigentlich ist. Und ein Grund dafür sind die vielen Linien, die immer von der Fahrzeugunterseite schräg nach außen gehen. Das sehen wir hier auf der anderen Seite auch sehr gut, selbst hier unten nochmal. Das sorgt einfach dafür, dass der Wagen kraftvoller dasteht. Dann kommt noch dazu, wir haben hier diesen schwarzen Kühlergrill mit dem großen Logo, oben den Schriftzug 2008. Aber dieser Kühlergrill sorgt eben mit seinen senkrechten Streben auch nochmal dafür, dass das Auto einfach sehr viel Kraft kriegt, eben auch durch die Kontrastfarben, die wir hier haben. Ganz wichtig ist, der Wagen hat serienmäßig LED-Scheinwerfer an Bord. Wir haben jedoch den Wagen in der Ausstattung GT. Und das heißt, wir haben hier serienmäßig das Voll-LED-Paket mit an Bord. Das gibt es aber übrigens auch dazu zu kaufen, nämlich als Paket, als GT-Line-Paket für die normalen Ausstattung, kostet dann aber rund 2.100 Euro extra. Das Thema iCockpit finden wir hier im 2008 auch wieder. Das heißt, das ist die Kombination aus dem kleinen Lenkrad, dem voll digitalen Cockpit und einem bis zu 10 Zoll großen Touchscreen hier in der Mittelkonsole. Und das funktioniert im Grunde genommen sehr schön. Das ist vor allen Dingen interessant. Bei den höheren Ausstattungslinien habe ich bereits in der Serie das dreidimensionale Cockpit. Und das ist ganz spannend, denn hier werden tatsächlich Informationen in unterschiedlichen Lagen angezeigt, was dafür sorgt, dass ich zum Beispiel Warnungen sehr präsent habe oder dass ich so wie jetzt auch zum Beispiel eben die Geschwindigkeitsanzeige deutlich vor den Verbrauchswerten oder ähnlichem ablesen kann. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, eine wirklich schöne Sache. Außerdem wichtig, der große 10 Zoll Monitor hier in der Mittelkonsole ist sehr präsent in dem kleinen Auto und bietet eben auch die Möglichkeit, Dinge leicht und einfach abzulesen. Außerdem immer mit an Bord übrigens mittlerweile Apple CarPlay und Android Auto. Das heißt, ich kann ohne Probleme mein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbinden. Natürlich hat auch der neue 2008 wieder die typische Peugeot-Lichtsignatur, nicht nur mit den drei Streifen, sondern auch mit dem Säbelzahn nach unten. Das ist eben bei allen neuen Modellen jetzt der Look, woran man ein Peugeot sofort im Rückspiegel erkennt. Der 2008 ist bereits in der Basis bezogen auf die Assistenz- und Sicherheitssysteme so ausgestattet, dass ich mir keine großen Sorgen machen muss, denn ich habe hier bereits in der Basis einen Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff. Ich habe hier in der Basis bereits einen Frontkollisionswarner. Ich habe einen Müdigkeitsassistenten und ich habe im Fahrzeug auch bereits einen einfachen Geschwindigkeitsregler, also Tempomat. Ich kann darüber hinaus noch einiges dazu konfigurieren. Es gibt einen adaptiven Tempomaten. Es gibt die Möglichkeit, auch Fahrradfahrer zu erkennen für den Notbremsassistenten. Es gibt eine Rückfahrkamera. Es gibt einen Einparkassistenten, also viele weitere Dinge, die ich dazu konfigurieren kann und die einfach dafür sorgen, dass der 2008 im Grunde keine großen Wünsche überlassen muss. Wenn wir über das Thema Ablagen hier im Auto sprechen, auch die brauche ich natürlich auch im Elektrofahrzeug, dann finde ich hier in den Türen relativ großzügige Ablagen, also auch für größere Flaschen. Das gilt für Fahrer- und Beifahrerseite. Außerdem habe ich hier in der Mittelkonsole im unteren Bereich vorne ein Fach, das ist offen. Ich habe da drüber ganz interessant ein Fach, das ich schließen und öffnen kann, sodass ich da ein bisschen auch was hinlegen kann, was nicht jeder sehen soll. Und darüber hinaus habe ich in der Mittelkonsole noch zwei Becherhalter und dahinter noch ein kleines Ablagefach unter der Mittelarmlehne. Wichtig ist außerdem im Fahrzeug, ich habe zwei USB-Anschlüsse hier vorne. Dabei ist zu beachten, ich habe einen USB-C und einen, ja, sagen wir, alten USB-A-Anschluss. Also ich brauche hier aktuell keinen Adapter. Der neue 2008 ist massiv gewachsen im Vergleich zum Vorgänger. Das sind rund 14 cm mehr und damit jetzt 4,30 Meter Länge. Außerdem ganz wichtig, auch der Radstand hat 6 cm zugelegt. Dann, wenn wir uns das Auto anschauen, was hier auffällt, klar, wir haben relativ große Räder, nämlich 18 Zöller an Bord. Das liegt daran, dass wir die GT-Ausstattung fahren. Der normale Basis 2008 fährt es allerdings mit 16 Zoll Rädern vor. Dann, um dem Auto so ein bisschen den kraftvollen Look eines SUVs zu geben, finden wir natürlich Rathausbeplankung und hier unten auch diese Zusatzbeplankung am Auto, die einfach, wie gesagt, für das Robuste da sind. Ganz wichtig bei uns, wir haben das schwarze Dach mit an Bord. Das ist ebenfalls auch wieder Teil unserer GT-Ausstattung. Wenn wir uns das Auto nach hinten anschauen, was ich ganz spannend finde, ist diese dreieckige Kontur, die wir hier finden, die einfach dafür sorgt, dass der hintere Radlauf noch ein bisschen betont wird und dem Auto gibt das Ganze dem Auto so einen, ja, finde ich, einen Schub nach vorne. Wenn wir weiter nach hinten schauen, dann haben wir hier auch so eine zusätzliche Veredelung in der C-Säule. Das ebenfalls ist auch wieder Teil des GT-Pakets. Finde ich aber eine schöne Idee. Was mir sehr gut gefällt, wenn ich mir das Heck anschaue, das ist, wenn ich hier reingucke, diese wirklich dreidimensional ausgeformten Rückleuchten. Die Sitze hier im 2008 finde ich persönlich sehr schön bequem. Die geben auch wirklich guten Seitenhalt. Kann man es wirklich vernünftig aushalten.
Wie immer ist natürlich die Sitzposition im Auto mit dem iCockpit etwas ungewohnt. Das heißt, ich habe ein sehr kleines Lenkrad, schaue über und nicht durch das Lenkrad auf das Cockpit. Das funktioniert im Grunde genommen sehr gut. Bei meiner Sitzposition ist es allerdings so, dass das Lenkrad mir den unteren Teil des Cockpits leicht abschneidet, aber es ist keine wirkliche Beeinträchtigung. Eine Sache, die mir nicht so gut gefällt hier im Interieur, ist, wir finden gerade in der Mittelkonsole relativ viele Schwarz-Hochglanzbereiche. Die sehen zwar auf den ersten Blick sehr schön aus, aber auf der einen Seite zerkratzen die relativ leicht und auf der anderen Seite sehe ich halt jeden Fingerpatscher sofort. Das ist etwas, was man heutzutage oft sieht, was mir aber deswegen bezogen auf die Pflege und die dauerhafte Optik nicht unbedingt gefallen muss. Mit 1,53 Meter ist der neue 2008 rund 2 cm flacher als sein Vorgänger und das sorgt natürlich auch wieder für ein bisschen mehr Dynamik. Aber wenn wir uns das Heck anschauen, was mir wie gesagt an der Seite schon aufgefallen ist, sind diese wirklich dreidimensional ausgeformten Rückleuchten. Wichtig hier übrigens wieder in der Drei-Krallen-Optik und serienmäßig in LED-Ausführung. Und dazwischen haben wir diese Hochglanzfläche, die sorgt einfach für einen extremen Kontrast, nämlich zum Rest der Kofferraumklappe hier. Auch schön ist, dass wir dieses Dreieck wieder hinten am Heck finden und übrigens an der Seite zweimal, nämlich vorne und hinten. Was außerdem am Heck auffällt, ist der sehr wuchtige Stoßfänger mit den beiden integrierten Auspuffauslässen. Zu Beginn meiner Testfahrt bin ich den 155 PS Benziner mit der 8-Gang-Automatik gefahren. Und der geht schon ordentlich zur Sache. Den kann man schon recht sportlich bewegen, wenn man das denn will. Das Einzige ist, wenn ich wirklich mal einen Kickdown mache, der Wagen braucht einen kleinen Moment, bevor er dann loszieht, dann macht er das allerdings sehr ordentlich. Was noch mehr Spaß macht, ist, wenn man auf Sport umschaltet, denn dann wird der Wagen nicht nur insgesamt ein bisschen straffer, sondern der Sound verändert sich. Und dann hört sich diese kleine Krawallbüchse wirklich nach einem Auto an, ja, das so ein bisschen nach Sportwagen klingt, macht richtig Spaß. Auf der anderen Seite ist da das Thema Verbrauch. Der ist angegeben mit rund 5 Litern auf 100 Kilometer. Wir haben während unserer Testfahrt bei halbwegs normaler Fahrt aber rund 7 Liter gebraucht. Eine weitere Sache, die wir hier im Peugeot finden mittlerweile, ist die sogenannte Klaviatur hier unterhalb von dem Navigationssystem. Das heißt, ich habe darüber liegende Tasten als Direktwahltasten, zum Beispiel für die Navigation, das Radio und ähnliche Bedienelemente. Und darunter habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, mir Menüs anzeigen zu lassen, den Warnblinker zu betätigen oder aber auch zum Beispiel die Lüftung und Klimaanlage des Fahrzeugs zu konfigurieren. Der Einstiegspreis des 2008 liegt bei 21.500 Euro. Dafür gibt es den 1,2 Liter Benziner mit 100 PS und Handschaltung. Einen 90 PS starken Skoda Kamiq mit einem 1 Liter Dreizylinder bekommt man bereits ab rund 18.000 Euro. Auch er wird manuell geschaltet und ist wie der Peugeot frontgetrieben. Wer sich für einen Kia Niro interessiert, der muss mindestens 26.990 Euro ausgeben. Bekommt dann jedoch 141 PS aus einem Hybridantrieb und ein Doppelkupplungsgetriebe. Den 130 PS Diesel, den Peugeot für den 2008 anbietet, den bin ich nicht selber gefahren. Aber ich habe heute Morgen mit Kollegen über das Fahrzeug gesprochen und die sagten, angegeben ist er mit 3,8 Liter auf 100 Kilometer. Sie haben allerdings während der Testfahrt dann auch wieder rund 6 Liter gebraucht. Im Grunde genommen gibt es für den 2008 zum Marktstart nur drei unterschiedliche Motoren, nämlich zum einen 1,2 Liter Benziner, den allerdings in drei Leistungsstufen, nämlich entweder mit 102, 131 oder aber 155 PS. Wichtig hier ist zu wissen, der kleine Motor hat immer ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, den mittleren, da kann ich es mir aussuchen, ob ich die Handschaltung oder ein 8-Gang-Automatik möchte und beim großen habe ich immer die 8-stufige Automatik an Bord. Dann gibt es als zweiten Motor einen 1,5 Liter Dieselmotor, der liefert dann auch 131 PS und kommt immer serienmäßig mit dem 8-stufigen Automatikgetriebe. Darüber hinaus gibt es beim Fahrzeug dann auch noch den Elektromotor. Der hat 100 kW und 136 PS. Der 2008 ist als SUV konzipiert. Und das bedeutet, ich habe eher eine höhere Schulterlinie und relativ flache Fenster im Fahrzeug. Und nichtsdestotrotz, zum einen habe ich im Auto nie das Gefühl, dass ich in einem SUV sitze, weil man sehr tief im Auto sitzt, was ich wirklich sehr schön finde. Und auf der anderen Seite habe ich trotz der schmaleren Fenster immer noch eine sehr ordentliche Rundumsicht. Was ich übrigens einen schönen Hingucker finde, ist, dass bei dem eingebauten Cockpit hier oben die Seiten durchbrochen sind. Das sind einfach so kleine Details im Auto, genauso wie die Chromspange hier unterhalb des Navigationsgeräts oder auch diese schönen nach vorne dreidimensional eingefügten Luftausströmer im Fahrzeug. Einfach so kleine Details, die den Innenraum vom Auto doch nochmal deutlich hochwertiger erscheinen lassen. Das Ladevolumen ist gewachsen, denn jetzt bietet der 2008 mit aufgestellter Rückbank 405 Liter maximales Volumen. Das sind übrigens 55 mehr als beim Vorgänger. Klappe ich die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1467 Liter. Also für dieses Segment, wie ich finde, eine ordentliche Zahl. Außerdem habe ich noch diesen variablen Ladeboden, den ich hochklappen und hier auch einrasten kann. Und darüber kann ich natürlich auch noch so ein bisschen den Raum definieren, den ich nutzen möchte.
Der elektrische 2008 ist extrem leise. Klar, Elektroantrieb. Und was wir jetzt gerade hören, das ist so ein bisschen eine sehr grobporige Straße. Denn normalerweise habe ich auch fast keine Abrollgeräusche im Auto. Und was ganz spannend ist bei dem Fahrzeug, ich habe das merkt das Gewicht der Batterie nicht wirklich. Also der Wagen neigt sich nicht besonders. Der liegt relativ gut auf der Straße und ist damit immer beherrschbar, trotz des zusätzlichen Gewichts, das durch die Batterie mit an Bord ist. Was tatsächlich auffällt hier bei dem Fahrzeug ist, dass die Lenkung recht präzise ist. Den kann man wirklich sehr schön und sehr exakt um die Kurven herumfahren. Mit seinen 405 bis 1467 Litern Kofferraumvolumen liegt der Peugeot gut im Rennen. Der Skoda Kamiq bietet 400 Liter mit aufgestellten Rücksitzen und bis maximal 1395 Liter Kofferraumvolumen mit umgeklappter Rückbank. Mit 436 bis 1434 Litern hat der Kia zwar etwas mehr zu bieten, verliert jedoch beim maximalen Ladevolumen knapp gegen den Peugeot. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Batterie im Unterboden verbaut ist. Und dadurch habe ich bei dem elektrischen 2008 exakt die gleichen Innenraumabmessungen und übrigens auch die gleichen Kofferraumabmessungen wie bei dem Benziner oder Diesel. Der elektrische 2008, der hat einen 100 Kilowatt, also 136 PS starken Elektromotor an Bord. Und damit kann man den schon relativ flott bewegen. Das macht schon wirklich Spaß, denn wir haben 260 Newtonmeter maximales Drehmoment ab Umdrehung 0. Das geht schon recht flott. Angegeben ist er mit rund 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und wir haben eine 50 Kilowattstunden Batterie mit an Bord. Das heißt, Peugeot gibt die Reichweite an nach WLTP mit 320 Kilometern maximal. Wir haben diesen Verbrauchswert noch nicht ganz erreicht, aber was interessanter ist, wir sind losgefahren mit einer vollen Batterie und das Auto hat eine Reichweite angezeigt von 240 Kilometern. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn ich das Auto alltäglich bewege, zum Beispiel auch bei schlechten Witterungsverhältnissen oder aber etwas sportlicher fahre, dann ist wahrscheinlich anstatt 320 eher 250 Kilometer der realistische Wert für die maximale Reichweite. Der elektrische 2008, der ist im Grunde genommen sofort von seinen Verbrennerbrüdern zu unterscheiden. Nämlich zum einen habe ich hier diese Applikationen auf dem Kühlergrill in Wagenfarbe. Aber noch wichtiger ist, der Löwe, der ist hier zweifarbig. Die Materialauswahl und Verarbeitung hier im 2008 finde ich persönlich völlig in Ordnung. Wir haben Softtouch-Materialien in den oberen Bereichen. Wir haben natürlich hier im unteren Bereich auch mal Kunststoff. Aber das ist in dieser Fahrzeugklasse überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wir haben darüber hinaus Oberflächen, die so ein bisschen nach Carbon aussehen. Und wir haben hier sehr schöne Ziernähte. Und da zum Beispiel kann man auch die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sehen. Bei uns jetzt in dem Fall haben wir hier grüne Ziernähte, was, wie ich finde, ganz gut zum Elektromobil passt. Das Platzangebot hier im 2008 ist, wie ich finde, auch für große Menschen gut geeignet. Wie man sieht, ich sitze relativ aufrecht, habe trotzdem noch Platz über meinem Kopf. Ellenbogenfreiheit habe ich auch genug. Also die Größe hier vorne reicht vollkommen. Wie es hinter mir aussieht in dem doch relativ kleinen Auto, das schauen wir uns bei einem kurzen Zwischenstopp nochmal an. So, jetzt der Zwischenstopp, passe ich hinter mich. Mein Sitz ist, wie er vorher war, nicht verstellt. Das sieht knackig aus, mal gucken. Ich quetsche mich rein. So, also, gute Nachricht, ich passe rein. Noch eine gute Nachricht, ich stoße nicht mit dem Kopf an, aber hier an den Knien und an den Füßen, das ist schon relativ eng. Aber auf der anderen Seite, ich sitze in einem kleinen SUV, ich bin 1,95 und sitze hinter mir. Also für eine Kurzstrecke okay und bei normal großen Menschen reicht es wahrscheinlich dann auch. Ich kann im elektrischen 2008 die Rekuperationsstufen anpassen, wie ich es haben möchte. Es gibt hier eine, die ist so ein bisschen, wenn man das Auto fährt, wie ja, das Fahrerlebnis bei einem normal Automatik geschalteten Fahrzeug. Ich kann aber auch den sogenannten One-Pedal-Drive aktivieren. Das heißt, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme, verzögert das Fahrzeug deutlich stärker. Und das hat einfach den Vorteil, dass ich kaum bremsen muss, wenn ich vorausschauend fahre. Der Basispreis von 35.250 Euro für den elektrischen Peugeot 2008 erscheint auf Anhieb recht hoch. Schaut man sich jedoch zum Beispiel die Preise des Kia e-Niro an, stellt man fest, dass auch hier die Basisversion bereits über 35.000 Euro kostet. Wichtig für die elektrische Version ist noch zu wissen, das Fahrzeug hat eine Wärmepumpe mit an Bord und das sorgt einfach für eine bessere Energieeffizienz, vor allen Dingen dann, wenn ich mein Auto, wenn es kalt wird, heizen möchte. Das war meine Probefahrt im neuen 2008er von Peugeot. Und wenn ich mir das Exterieur anschaue, ich finde das Design wirklich richtig frisch und modern und vor allem, wenn ich mir den Vergleich zum
Vorgänger anschaue, da ist das Auto richtig erwachsen geworden. Zum Thema Platzangebot vorne, auch für große Leute wirklich bequem und komfortabel. Hinter mir, ja, es geht, aber es ist echt kein Raumwunder. Über das Thema Preise reden, 21.500 Euro, damit startet das Fahrzeug, finde ich völlig in Ordnung. Der elektrische allerdings, der fängt bei 35.000 Euro an, das ist relativ viel Geld. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das im Markt funktionieren wird. Was mir außerdem mittlerweile ganz gut gefällt, ist dieses iCockpit. Auch wenn dieses übers Lenkrad schauen wirklich eine Sache ist, an die man sich gewöhnen muss. Aber die Darstellung, die Optik des Fahrzeugs und auch das Fahrgefühl sind wirklich gut.